Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Ionentor. Das ist jetzt schon die dritte Aufnahme am Stück. Ich muss jetzt mal kurz was trinken, hätte ich eigentlich vor der Aufnahme machen sollen, aber ich habe direkt auf die Aufnahmetaste gedrückt. Ich hoffe, mir wird vergeben. So. Unser heutiges Ziel ist es, die anderen Buhus zu befreien und eventuell unseren Sternjuwel zu finden. Ich bin gespannt, ob wir heute mit dem zweiten Kapitel fertig werden in dem Part oder erst im nächsten. Das werden wir ja dann sehen. So, wir gehen erstmal durch die Röhre. So, dann alle mal hier drauf. Du hast das Bubuwil am Podest angebracht. Doch nur eine Röhre. Oh, wie aufregend. Endlich passiert etwas. Was ist, wenn ich das wieder rausnehme? Ach, die bleiben bei mir. Okay. Also die Röhre bleibt auch da. Ich dachte schon, die Röhre würde wieder verschwinden. Hallo. Na, hab ich dich überrascht? Muss doch nicht so überrascht sein. Ja, ich helfe dir sogar. So, und ein Body Slam. Nein. Oh Mist. Ja, trink ruhig. Habe ich kein Problem mit. Angriff plus 2. In der nächsten Runde bist du eh weg. Und diesmal bist du weg. Aber ich glaube, jetzt kriege ich schon Level up. Was kriege ich jetzt? Mehr Sternmünzen, ne? Ja, drei Fruchtmünzen, okay. Ah, hier sind wir. Okay. Gut zu wissen. So kann ich dann dementsprechend auch das machen. Da gehe ich erstmal lieber noch nicht rein. Ich gehe erstmal hier lang. Wir gehen erstmal hier rein. Oh, besser. Komme ich erst wieder zurück? Bin leider runtergeflogen. Oh, das ist der blaue Schlüssel. Mario, da war einer von den Pikatos. Und ich hatte recht, sie haben den Schlüssel für die blaue Zelle. Die Bubos sind die Pikatos. Sind schon seit Urzeiten verfeindet. Und jetzt wissen wir, dass sie sich mit diesen Typen verbündet haben, um uns auf den Baum zu vertreiben. Oh, aber ich hatte sogar einen Freund unter ihnen, Pixel. Eigentlich hätte sich der Pixel, den ich kannte, eher irgendwo versteckt, anstatt zu kämpfen. Allerdings, ob der jetzt wohl auch unser Feind geworden ist? Erstmal wieder nach oben. Ah, Mist. Ich wollte hier eigentlich noch nicht runterfallen. Was? Was zum Henker seid ihr denn? Nein, oh Mann. Ich hasse diese Action-Kommando. Mann.
Nochmal Erdbeben. Und dann nochmal hier Body Slam. Wir haben ein bisschen eine Paste drauf, okay. So, dann einmal. Dann ist der jetzt weg und du gehst einmal zu Gubrina. Ich hab's mal bekontert, das ist doch mal was Feines, ne? Ein Faudula. Das ist eine Faudula. Ui, Spinne, die ist ja riesig. Maximale KP 5, Angriffskraft 2, Verteidigung nur. Beim Angriff können sie bis zu dreimal hintereinander schießen. Bei der Verteidigung kommt es alles auf das richtige Timing an. Oh, die Bubus mögen Faudulas wohl auch nicht besonders. Warum sehen sie eine schon ergreifen, die Flucht? Ist doch verständlich, oder? Ja, definitiv. Ich würde auch direkt Flucht ergreifen. Oh Mist. So knapp. Wann kannst du denn hier fertig machen? Wir sind kurz vorm Level Up. So, dann mache ich hier nochmal alles hier weg. Ich möchte gerne nach oben und mir alles nochmal ansehen. Ich runtergeflogen bin, war jetzt ziemlich blöd. Ich wollte eigentlich Erstangriff, aber okay, ist schon in Ordnung. So, dann machen wir doch mal. Habe ich nicht noch eine Feuerpflanze? Nö, dann, machen wir mal den Powerhauer. Dann ist der schon mal weg. Nice. Nein, dann einmal springen, bitte. Wir kommen immer näher ran. Das ist nichts. Das ist eine Insignie. Wie komme ich denn da hoch? Oh, warte mal kurz. Ew. Wie der gerade weggewandt ist. Okay, dann einmal Sprung. Und dann Body Slam. Das reicht nicht für beide. Irgendwann schaffe ich es noch. Und jetzt kriegen wir zumindest unser Level ab. Also den Konter habe ich jetzt schon drauf.
und Step für ein Level Up. So, was nehme ich denn jetzt? Ich würde mal sagen, Blütenpunkte. Ich kann fliegen. Und warum kann ich hier so fliegen? Komme ich so zu der Signia? Tatsache. Dann haben wir doch jetzt wieder drei, ne? Hey, wir können wieder einen Gegner aufwerten. Na komm mit. Dann gehen wir nochmal zurück. Okay, hier sind wir gut. Wo geht's hier lang? Oh, nochmal eine Signie. Donnerzorn nehme ich gerne mit. Dann kann er einen Kraftpunsch weg. Sorry. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen Mist gebaut. Pack mich jetzt fest. Das ist blöd. Und ich komme da auch jetzt nicht mehr rüber, hey? Ich glaube, ich habe ein bisschen Mist gebaut. Gehen wir nochmal hier wieder runter. Dann habe ich ja doch nicht allzu viel verpasst. Hätte ja sein können. Dann kommen wir jetzt da durch diese Tür, aber ich gehe erst nochmal hier gucken. Nein, du hast den. Er ist auf da runter ge... Mensch. Wenn wir das denn machen. Jetzt muss ich ihn extra auch holen, gebe euch Bett wahnsinnig. Der Bube ließ sich durchscheinen, dass sie sich irgendwo ein kleines Lädchen verstecken könnten. Es wäre vielleicht nicht verkehrt, uns dort einmal einzudecken, falls du es für nötig erachtest. Oh. Nur ein Sternensplitter, okay.
Hier ist schon mal ein Speicher. Aber warte mal, hier ist doch. Hat doch was, dass er da reingeflogen ist. Ui, was ist das denn? Nee, Sturm. Angriffskraft 3. Brauche ich jetzt aktuell nicht, würde ich mal sagen. Wir sind ja eigentlich gut ausgestattet. Wie das mal wieder darunter fällt, ne? Ach du, oh Gott. Das sind die Pikatos. Es sind nur 10, das schaffen wir. Na los, Mario. Kurz. Ich möchte erstmal in die Büsche hier hauen. Aber nur weil ich es kann. Wow. Die haben uns überrannt, wir ziehen uns zurück. Alter. Vielleicht sind wir zahlenmäßig unterlegen. Gut möglich, dass wir es nicht schaffen. Lass uns unsere Daten versammeln und es nochmal versuchen. Diesmal wird nicht ein Buhu zurück. Buhu zurück. Ich hab doch. Ich werd wahnsinnig. Wie soll ich denn die anderen Bubus mitnehmen? Ich hab's doch schon versucht. Gehen wir nochmal hoch. Kriege ich die denn da rüber? Weil die springen nicht mit mir rüber, deswegen. Ach, ich muss. Ah, ich verstehe schon, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Du bleibst hier. Oh Mann, nicht mehr. Aber ich springe da nicht rüber. Wie bringe ich denn die da rüber? Warte mal kurz. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. So, vielleicht irgendwas machen? Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Kannst du die darüber schießen? Okay, ich hab's verstanden. Ist nur noch der eine. Okay, kommen Sie bitte mit. Also ja, das war eine schwere Geburt. Aber gut, ich habe es erkannt. Und dann kommen Sie mal bitte alle mit. Ich kürze einfach mal ab. Hallo? Nein? Okay, ich darf nicht abkürzen. Ich hab's erkannt. Auch, ihr wisst, es ist blind. Ich werde mich bestimmt noch einige Male an. Weil ich nicht direkt dahinter komme, aber ich hab's herausgefunden.
Geschafft, die Picatos sind alle besiegt. Und jetzt müssen wir nur noch ihre Festung erstürmen. Okay. Nimm mich einfach mal zur Kenntnis. Wir können da lang. Kommt sie jetzt so aus, als wäre das eine Falle? Das muss der Schlüssel für die Zelle sein, in der die anderen Bubus gefangen sind. Wir sollten sie schnellstens befreien. Warte. Ich hätte den perfekten Sprung. So den stärkeren Sprung. Was soll jetzt nur aus uns werden? Hey, Bubulia, was versteckst du da eigentlich? Nur ein Pilz. Das ist ja schon total vertrocknet. Und weißt du, den hatte ich für Bubulio gepflückt. Aber inzwischen ist er wohl vertrocknet. Ach, Bubulio, bleibst du nur? Mach dir keine Sorgen, er wird schon kommen. Wir sind schon unterwegs. Nein. Ach Mist. Na bitte folgen Sie mir. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Kommt mal alle dorthin. Und dann alle rüber. Ich denke mal, der Weg hier ist am einfachsten. Die Gegner respawned sind? Vielleicht gehe ich hier wirklich den perfekten Sprung. Dann brauche ich auch noch einen Spionorden. Das sieht so aus, als würden die Gegner gar nicht respawnen. Das ist praktisch. Bubulia, ich hab den Schlüssel. Gleich hol ich euch raus. Bubulio. Oh, Bubulia. Ist alles in Ordnung? Geht es dir gut? Hattest du viel Angst? Mach dir keine Sorgen. Ich bin in Ordnung, glaube ich. Das beruhigt mich. Bubulio? Das hier wollte ich dir eigentlich geben, aber... Hab ihn für dich aufgehoben. Du magst doch Pilze, oder? Aber... Er ist vielleicht ein wenig... eingetrocknet. Njam, njam, njam. Bubulio. Hat sicher schrecklich geschmeckt. Entschuldige. Aber nein, hast du das etwa nicht gewusst? Getrocknete mag ich... Pilze am liebsten. Das war so lecker. Das hat mir ein wenig die Sprache verschlagen. Wirklich, Bubulio? Oh, Bubulia. Bubulio, nicht so stürmisch, nicht vor allen anderen.
bin doch noch so gerührt. Die sind Geschwister. Ach, Bubulio. Weitere 90 Bubus in deinem Team. Du hast jetzt 101 Dalmatiner. Ganze Armee hier. Nee, ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt noch nicht schaffen würden. Also die 10 haben wir mindestens erreicht. So, sagen wir noch einmal hier Hallo. Hallo, wie geht's? Ein paar Bubus sind weg. Du bist so süß. Wie widerlich, eine ehrwürdige alte Dame so auf den Arm zu nehmen. Gut, wenn ich 10 Jahre jünger wäre, würde ich vielleicht... Du wirst es nicht glauben, aber ich war einmal eine atemberaubende Schönheit. Ich konnte kaum retten vor lauter Verehrern. Da gab es ein ganz besonders knackiges Kerlchen. Bubunold hieß er. 2 Stunden später. Und so bin ich nun zur Stammälteste der Bubus geworden. Also du solltest auch etwas aus deinem Leben machen, Cabrio. Cabrio, okay. Einmal speichern. Muss ich jetzt wirklich alle 100 darüber bringen? Oh Gott, das wird anstrengend. Das wird anstrengend. Oh, ich sollte vielleicht erstmal... ein Steinchen mitnehmen. Gut, aber dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen... Mach mal eine Abkürzung. Ui, blub. Das bringt ja nichts. Muss ja so holen, ne? Alle folgen bitte. Meine ganze Armee. Wir haben schon wieder 30 Minuten, brauche ich nicht mehr. Ja, wir müssen jetzt hier runter. Doch nicht. Aber hier ist ein Speicherpunkt. Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario. Die Legende vom Millionentor, bis dahin, tüdelü.